Löberinnen und Löber, liebe Gäste, es ist wieder mal soweit. Wir eröffnen den Weihnachtsmarkt 2014, 15 noch nicht. Wieder ohne Schnee. Wir sind aber froh, dass es keinen Regen gibt. Also der Wetterbericht stimmt mal Gott sei Dank nicht mit dem Wetter überein. Ich bedanke mich bei allen Sponsoren, bedanke mich bei allen Händlern, die zugesagt haben, bedanke mich vor allen Dingen bei unseren Helfern, ob unseren Mitarbeitern oder freiwillige Helfer, die hier wieder so einen schönen Weihnachtsmarkt aufgebaut haben. Und traditionell gibt es natürlich den Stollenanschnitt. Der ist natürlich wieder gesponsert von unserem Vicky Löffler, von dem Unternehmen. Der wird natürlich dann auch noch was sagen. Und wir hoffen, dass wir 4 schöne Tage haben, auch wenn vielleicht das Wetter mal nicht so mitspielt. Das liegt ja nicht am Wetter, das liegt meistens daran, wie man sich anzieht. Und das war auch am Sonntag, alles zufriedene Händler haben, zufriedene Leute haben, die auf dem Weihnachtsmarkt waren. Und deshalb wünsche ich Ihnen jetzt schon ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ja, wir freuen uns auch, den Weihnachtsmarkt etwas mit unserer Kleinigkeit zu bereichern, mit unserem traditionellen Weihnachtsstollenlieder. Wir wünschen Ihnen, den Löbern, den Besucher des Weihnachtsmarktes, eine schöne Weihnachts- und ein gesundes neues Jahr. Und langen Sie zu, kosten Sie, probieren Sie, Ihre Bäckerei Schwertner. Guten Tag. Auch der Weihnachtsmann wünscht natürlich allen Gästen ein frohes Fest und freut sich natürlich, dass ihr so zahlreich erschienen seid. Wir besuchen die 3. Klasse und Julia Böhme, Klasse 1. Nun wünschen wir Ihnen viel Vergnügen. So, nehmen Sie da eins. Und der Antwort ist der Wetter dazu. Noch eins. Danke. Nur für den. Können Sie bitte ein kleineres geben, wenn das zu groß ist? Das ist alles. Ja, wenn jemand will, Haben wir noch was erwarten eventuell? Ja, haben wir noch. Danke, danke. Hallo. Großer! Ja, was wünschst du denn diesen hier von mir? Was denkst du, dass ich rede? Was? Im Pferdestall? Ja, so ein Kleiner. Da muss ich mich ja buckeln, Mensch. So, was kostet das jetzt nur alle? Was kostet das jetzt? Oh, ich war früher. Du willst das wahrscheinlich von mir. Ja, das ist auch fein. Das liebt mir. Oh, das schafft man jeden zweiten Kind. Ja. Danke, mach gut. Ich bin ein guter Mensch.